Herzlich willkommen zurück im Building-Projekt. Nachdem wir die letzten zwei Folgen ja damit zugebracht haben, das kleine Loch für die Zisterne auszubuddeln, werden wir nun wohl auch damit anfangen, diese einfach mal zu bauen. Und ich sack mir noch eben mal zwei Wassereimer ein. So. Und vielleicht ein bisschen Erde. Okay. Dann können wir nun wieder runtergehen und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier schon ein bisschen Material zusammengetragen und bin noch im Game Mode. Okay. Perfekter Start, wie oft. So. Ach so. Ja, perfekt. Seltsamer Brunnen, aber gut. So, jetzt nehmen wir uns mal ein paar Sachen raus. Ich werde unten wahrscheinlich die Dinger reinklatschen. Dann nehmen wir mal die. Und für den Rand brauchen wir ein bisschen Stone Bricks, würde ich sagen. Denken oder meinen. Jetzt müssen wir aber irgendwie da runter. Scheiße. Die Treppe ist auch weg, weil ich hier noch einen wegmachen musste, weil ich mich hier vertan hatte. Aber hier wird dann die Wand sein und dann habe ich das Problem, dass ich da nicht mehr runterkomme. Aber da müssen wir andersrum und gehen, dann wird das wohl kein Problem sein. Von der anderen Seite ist der Sturz nicht so weit. Da überleben wir das sogar. Hoppel, hoppel, hoppel. Solange das, oder sobald das Ding hier auch fertig ist, können wir hier auch endlich was draufbauen. Darauf warte ich schon und... Ah. So, ich könnte jetzt direkt anfangen. Das mache ich, glaube ich, sogar. Indem ich erstmal eine komplette Lage Fliesen hier reinklatsche. Das wird natürlich furchtbar spannend werden. Am Rand vielleicht nicht. Och jo. Irgendwie würde ich bei dem Thema schon eher... Naja, was würde ich denn? Vielleicht würde ich... etwas lauter machen und das Lied einmal wechseln. Ja, schon besser irgendwie. Irgendwie besser so. Aber heute ist wohl wieder so ein Tag, wo mir die Aufnahme grundsätzlich komisch vorkommt. Die gibt es hier so ab und an mal. Show, hier noch eine Runde. Ich will gar nicht wissen, wie lange der Bau dauern wird von dem Ding hier. Vielleicht sind wir auch ein bisschen ruhiger in dieser Aufnahme. Oder was heißt wir, beziehungsweise ich vielleicht? Ich hasse es immer, muss ich sagen. Ich hasse es absolut, immer diese Slabs zu setzen. Das nervt tierisch. Ich kann Mauern setzen, wie bekloppt, das stört mich gar nicht, aber diese Slap-Reihen hier, das... Na, was soll man noch dazu sagen? Ich könnte auch überall nur eine Reihe setzen. Das mache ich ja nicht, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Da haben wir so einen komischen Hohlraum und ich komme ja noch aus anfänglichen Minecraft-Zeiten, wo es das nicht gab und deswegen...
Also einen halb hohen Hohlraum und das kann ich einfach nicht sehen. Hoffen wir mal, dass wir hier schnell zur Rande kommen. Gucken wir mal. Ich verbaue noch die ich dabei habe und dann begeben wir uns erstmal an den Rand und machen ein bisschen hier an der Umrandung weiter und an der grundsätzlichen Planung. Damit wir hier nicht 10 Minuten am Stück einfach nur Slaps setzen, das wäre dann vielleicht doch ein wenig sehr, sehr langweilig. Wobei dieser Bau hier ja, naja, wirklich langweilig ist. Machen wir weiter so. Es dauert auch gar nicht länger, wenn ich mich ständig verbaue. Na, nimmst du den? Okay. Ich weiß momentan auch noch gar nicht, ob das... Ah, ich habe sogar Erde dabei. Sehr schön. Also ich weiß gar nicht, ob das hier von den Maßen überhaupt so bleibt. In der Breite bestimmt, aber in der Länge könnte es sein, dass wir noch einen kleiner werden. Aber ist ja eigentlich auch egal, das können wir ja dann später noch korrigieren. Und ich sollte hier direkt wieder Fackel hinsetzen. Einfach nur, damit später nichts spawnt und wir hier auch über die Nacht weiterbauen können. So. Zieh erstmal einen Ring aus Erde drumherum. Hoch. Hätte ich beim Abbauen auch dran denken können, dass hier unten in der Ecke so oder so nichts hineinkommt. Weil man da ja eh nichts sieht. Und jetzt bauen wir uns mal wieder hoch hier. Und damit wir auch in unser Material rankommen, das wir da oben gelagert haben. So. Was nehmen wir uns denn zuerst? Ich glaube, zuerst nehmen wir uns diese hier und dann stellen wir fest, dass wir einen Crafting Table brauchen, den ich nicht mitgebracht habe. Dann holen wir uns direkt ein. Wir haben ja genügend davon. So, den hier. Nö. Bitte. Und wir müssen auch nochmal dieses Trepphaus umbauen. Nee, Scherz, nee. Nicht wirklich. Das haben wir ja jetzt oft genug gemacht. Was war denn jetzt? Hä? Oh. Komisches Lag, würde ich mal sagen. So. Wo ist die Leiter? So, und dann machen wir an der Ecke, das heißt hier an der Ecke, aber unten erstmal eine Reihe von diesen hier hin. Eigentlich können wir das ganze Ding auch aus diesen machen, aber das wäre, glaube ich, ein wenig übertrieben. Hoch, einen zu viel gesetzt. Und wieder zurück. Oh. Oh, habe ich ja tatsächlich zu wenig eingepackt. Da sollte ich noch welche holen. Ich glaube schon, das wird eine schöne große Pfütze werden. Ja. Leiter. Ah, richtig.
Ah, noch ein paar Slabs dran. Und die Glowstones sollte ich mir holen. Die kommen hier nämlich in den Boden, zumindest ein paar. Damit das später auch schön von unten ausgeleuchtet ist. So, ich wollte ja hier Säulen hinmachen. Was haben wir denn für eine Breite hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ah, schön. Schön scheiße. Nee, das war falsch. Aber das könnte doch gar nicht so schlecht aussehen, wenn wir das so machen. Obwohl ich das schon fast übertrieben finde, also. Oh, da ist die Nase wieder zu. Übertrieben im Sinne von, es sind mir ein paar zu viele Säulen. Aber es wird schon gehen. So, dann kommt hier vorne noch eine hin und hier natürlich so oder so. Fackel daneben. Hier auch mal. So, da es ja wieder dunkel geworden ist, haben wir jetzt wohl wieder über 8 Minuten. Ja, haben wir. Und es wird auch nicht spannender. Ich hätte vielleicht den Boden im Speed-Modus reinmachen sollen. Oder wieder so als schönen Zeitraffer. Wäre so dann vielleicht ganz interessant geworden. Aber das ist immer so aufwendig, dass. Was heißt immer? Das habe ich ja nur einmal gemacht. Aber das ist relativ aufwendig. Da muss man ja mit jemandem zusammen machen, der einem dann aufnimmt. Und das, ja. Da muss man erstmal in die Aufnahme kommen. Das dauert dann alles. Immerhin kam ich an die Rohfassung letztes Mal. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Also wenn man mit anderen zusammen aufnimmt und deren Aufnahmen bekommt und dann kriegt man ja nur schon einmal eine durchgerenderte Fassung wegen der Größe, das lässt sich ja alles schwierig übertragen. So eine 70 GB große Datei, aber letztes Mal ging es trotzdem. Und dann habe ich ja über 6 Stunden dran gerendert, was auch nicht schön war. Ich hoffe, dass dieser Part auch am Montag kommt. Was in diesem Fall morgen ist. Also haben wir jetzt Sonntag Nachmittag. Huch. Also doch ist richtig. Ist eine Spitzhacke. So, ja, wieder, richtig. Ja. Das war gut, das war gut. Ja, mach weiter so. Auch ein Spruch, der sich ständig wiederholt. Mach nur weiter so. Lass mal gucken, wenn ich den hier hinsetze, dann passt das genau. Ja, das passt eher nicht. Ist immer schön, wenn sowas passt. Damit habe ich hier in diesem Projekt ja auch durchaus Glück, dass es meistens alles passt, was ich zusammenbaue. Aha. Okay. Da brauchen wir noch eine Ladung von den Slabs, um hier weiterzumachen. So, machen wir uns noch ein paar.
Okay. Das war mal wieder der kürzeste und schnellste Weg nach unten. Jetzt ist die Frage, ob wir das machen. Nein. Wie wir hier weitermachen. So, in welcher Höhe sollte nochmal. Achso, ja, stimmt. Bis da oben wollten wir ja gar nicht. Der Wasserstand sollte in dieser Höhe sein. Also ein Skelett. Und ein Enderman. Aber der Enderman hat jetzt andere Probleme. Und ja, es regnet. Das heißt, Moment, da muss ich nochmal da hinten gucken. Wo wollte er denn den Wasserstand haben? Ich habe einen Fehler gemacht, fällt mir auf. Weil diese Wand auch eigentlich hier sein sollte. Aber jetzt ist es, wie es ist, und das bleibt jetzt auch so. Dann wird das hier halt eine Doppelwand, das geht natürlich auch. So, und der Wasserstand wird in der Höhe sein. Und ja, das machen wir komplett aus Slabs. Das wird richtig Spaß machen. Und noch ein Skelett. Also hole ich mir noch ein paar Slabs und dann mauern wir das in dieser Höhe hoch. Und über die Slabs drüber kommen dann natürlich normale Bricks. Oberhalb des Wassers. Die Säulen mauern wir dann auch hoch. Dann machen wir den Deckel zu und dann fällt mir auf, dass ich hier oben gar nicht hätte alles wegbuddeln müssen. Das war eigentlich total unnötig. Es hat nur total viel Zeit gekostet. Ich liebe sowas. Was mache ich hier eigentlich? So, okay. So, wie sieht's aus? Es geht auf. Und au! Ah! Das zieht immer so und das zieht immer so. So, und jetzt müssen wir 100 Millionen Slabs setzen. Zumindest fühlt es sich so an. Immerhin geht das ganz schnell. Ich glaube, ich setze zuerst mal die obere Reihe. Und dann ziehen wir sie nach unten durch. Gut, wenn ich so arbeite, wird es natürlich ewig lange dauern. Aber in dem Tempo könnten wir eventuell Fortschritte machen. So, jetzt habe ich natürlich die Ecke auch geslappt. Obwohl ich das nicht wollte. Habe ich schon gesagt, dass das zu lange dauert, wenn ich so arbeite? Ja, habe ich, glaube ich. Zur Genüge. Aber ich habe mich immer noch nicht komplett an die neue Maus gewöhnt. Weiß noch nicht, hört man die, weil die klickt wesentlich lauter als die alte. So, und hier auch wieder eine Reihe hinmachen. Schon mal. In weiser Voraussicht. Und da auch. Und alles nach unten durch Monster. Hier muss dann natürlich auch noch irgendwo sowas wie ein Einfluss sein, also ein Abfluss, wo das Wasser von irgendwoher hier hineinläuft. Da muss ich mal noch irgendwas überlegen.
Und ja, der Geheimgang. Oder die zwei bis drei Geheimgänge, die es inzwischen werden könnten, sollten. Die könnte man auch noch mal demnächst in Planung geben. Wir müssen ja irgendwo hin damit. Okay. Mir fällt gerade auf, dass. Ich da vielleicht wirklich eine Pistentür einbauen könnte, jetzt wo wir hier eine Doppelwand haben. Dass man da quasi. Auf den ersten Blick nur eine Mauer hat, die man dann durch einen versteckten oder schwer einsehbaren Hebel schalten kann. Gut, schwer einsehbar ist unter Umständen versteckt. Könnte man auch so formulieren. Oh. Heute ist wirklich schlimm mit dem Versetzen. Aber das mit der Mauer hier geht immerhin schneller, als ich es erwartet hätte. Ich glaube, wir haben schon über die Hälfte fertig, aber nicht wesentlich mehr als die Hälfte. Aber wir können auch wesentlich weniger fertig haben, daher bin ich damit eigentlich zufrieden. Ja. Mir fällt auf, dass ich auch mal wieder was entschärfen könnte. Irgendwas. Ja, mach weiter so echt. Es geht doch nicht. Sehr interessant das Ganze. Musikalisch jetzt gesehen. Das ist schon so ziemlich seit Anfang an in der Playlist drin, aber ich habe es noch nie gehört. Es gibt wahrscheinlich wieder einen Content-ID-Claim oder sowas. Mal sehen. Oh, wie baue ich denn heute? Eins, zwei, drei und weg. Okay, jetzt muss natürlich die Leiter hier auch weg. Aber ich denke mal, wir brauchen gleich neue, genau. Hat leider nicht genügt. Das war's. Brauchen wir noch mal ein paar neue? Brauchen wir uns noch ein paar machen, genau. Und die Säulen, die brauchen wir auch noch. Obwohl ich glaube, dass ich die Säulen in dem Fall daraus mache und das brauchen wir auch. Ah!
So, glücklicherweise sind wir jetzt fertig mit der Wand, sonst bin ich auch langsam selber ernsthaft gelangweilt. Jetzt müssen wir 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht. Das kommt natürlich auch noch, dass wir das alles einmal mit Erde ausmauern müssen. Sonst brauchen wir einfach viel zu viel Wasser. Weil wir müssen einmal hier alles schön mit Erde aufmauern. Ich werde mal langsam die Glowstones holen. Dann bereiten wir eine Schicht Wasser darüber aus. Also über der Erde. Oh, wir sind voll. Genau, wenn wir die Erde dann wieder wegbuddeln, haben wir hier so eine haben wir hier so eine massive Wasserschicht, die von oben bis unten geht. Ich weiß gar nicht, füllt sich das dann auch komplett oder ist es einfach nur nach unten laufendes Wasser? Das ist im Prinzip auch egal. Von oben sieht es ja vernünftig aus. Und das ist schließlich das, worauf es dann ankommt. Oh, voll hängen geblieben. Schon wieder. Achso, und Glowstones, ne? Wo mache ich den hin? Ich glaube, jeweils zwischen die Säulen ein. Hallo Regen, bist du auch noch da? Ist immer schön, dass wir bis jetzt noch nicht von Creepern belästigt wurden. Auf unserer schönen Baustelle. So, ich denke mal, in diesem Fall mache ich mal ganz untypisch zwei Parts am Stück durch, ohne An- und Abmoderation, weil ich gerade so schön dran bin. Also, wir sehen uns dann irgendwann gleich wieder im nächsten Part. Würde ich sagen. Ich weiß es natürlich nicht genau. Och, hier ist ja... Okay, wenn ich hier nicht aufpasse, werden wir doch von Creepern belästigt. Weil hier ist doch echt dunkel. So, die Erde reicht noch ein kleines Stück weit. Komm.